Hallo, mein Name ist Alan Wake und ich werde gespielt von Cajun. Hallo, mein Name ist Cajun und ich spiele für euch Alan Wake. So, kurzer Fokus. Da hinten ist auch die Kette, die Alan gerade angesprochen hat. Und er meinte, wir sollten mit der Kette irgendetwas machen. Ja, da gucken wir uns erstmal ein bisschen um, was wir denn mit der Kette machen könnten. Ich finde es übrigens immer noch sehr kacke, dass Barry uns unsere Ausrüstung, die wir eben gesammelt haben, die ganzen tollen Granaten, die Leuchtfackeln, eine Thermosflasche, nicht einfach aus dem scheiß Heli da geschmissen hat. Jetzt sind wir hier völlig aufgeschmissen, laufen hier mit einer 0815 Taschenlampe rum, und haben hier so einen verkackten Revolver. So, was können wir damit machen? Erster Gedanke natürlich drauf schießen. Ja, war eine gute Idee. Hat offenbar funktioniert und da schleichen sie sich auch wieder hier von allen Seiten ran. Hau ab, du! Ah, fuck off, ey. Mann, 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 Mann. Ja, das sind immer diese Schockelemente, ey. Die schleichen sich ran von hinten. Man hört nix und auf einmal stehen sie hinter dir. Leute, nee. Aber genau deswegen liebe ich solche Survival-Horror-Games abgöttisch. Pumpgun, yeah. Nice to have, sag ich mal. Und jetzt stopfen wir uns hier wieder voll mit Munition. Und da hinten ist schon wieder irgendein Generator oder irgendwie sowas. Hier hüpfen wir mal hoch. Ah. Mist. Ja, das war dann mal die Leuchtfackel. Ich muss unbedingt die Tastaturbelegung ändern. Das verwirrt mich alles so ein bisschen. Aber nicht heute. Und das ist gar kein Generator, sondern ein Radio. Und mal sehen, was es heute für Neuigkeiten gibt. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich immer an unsere lokalen Rocklegenden, die Old Gods, erinnert. Keine gute Arbeit für Nachtschwärmer. Hier sind die Poets of the Mann, Fall mit Alter. ihrer neuesten Single War. Jetzt geh weg da, du Leuchtschutz. So, sehr gut. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass das Radio läuft und uns hier irgendwelche Zombies überraschen. Ich kann das nicht gutheißen. Mach was, Ellen. Komm mir hier verdächtig nah. Also das ist. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh Mann, ey. Also eigentlich sollte man hier vielleicht rumrennen. Das sind auch so unglaublich viele, ey. Haben wir hier nicht noch irgendwas? Da ist doch was. Da können wir hier mal in Ruhe die Leute da wegleuchten. Ja, nachladen. Ellen, Mann, lad doch nach. Ah, wieder genau reingelaufen. Stirb! Du Unhold! Ja, nicht zu nahe kommen hier. Da kriegst du nämlich hier eine schöne Leuchtfackel. In eine Fresse. So, wo ist der Rest? Ja, ein bisschen ziehen musst du noch üben hier. Kannst mich ja. Jo. Na, hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich das mal vorher gewusst. Na, jetzt ist auch zu spät. Oh Mann, ich hätte hier so übelst leicht wegballern können. Hier ist eine Flasche. Da hinten ist eine Flasche. Ey, bei der ganzen Mucke hoffe ich nur, dass das Video nicht gesperrt wird, ne? Ansonsten schneide ich den Ton raus. So, hier haben wir noch ein bisschen Munition. Und was wir auch lange nicht mehr gefunden haben, war ein Letter, ne? Oh, eine Granate fast übersehen. Ist gar keine Granate, eine lumpige Sprühdose. Ich hasse Sprühdosen.
Ah ja, ich hasse keine Sprühdosen. Aber ich mag sie auch nicht besonders. So, im Lichtkontrollpunkt erreicht. Alle Waffen nachladen, Ellen. Ah, das ärgert mich jetzt wieder total hier, dass irgendwie wir gerade so viel Munition und Leuchtfackeln und Hasse nicht gesehen verballert haben und hätten eigentlich nur auf diese... Das Kraftwerk leuchtete in der Nacht, ganz nah, aber ich musste noch einen Weg dorthin finden. Ja, durchs Wasser schwimmen, aber Ellen kann ja nicht schwimmen. Mann, ey. Ja, das ärgert mich ja tierisch, dass wir gerade so viel verballert haben, ey. So, wir bleiben hier erstmal hier oben. Und hier sind schon wieder Markierungen, die uns eine neue Kiste anzeigen. Und da gehen wir ja mal dahin, weil wo Markierungen sind, da sind eigentlich... Ja, früher waren das noch Pfeile, jetzt sind es nur irgendwelche Punkte hier. Da ist ein Pfeil, gut. Und hier ist die Kiste, Gott sei Dank. Und dann schauen wir mal rein, was da so Schönes gibt. Eine Leuchtfackel, eine Leuchtgranate. Mal hier kurz reingucken. Geht nicht auf. So, und jetzt laufen wir da durch die Tür. Zum Stromkraftwerk, wo die Wächterin des Lichtes auf uns wartet. Und die Kabel sind ganz cool. Ich habe den quasi ohne einen Schuss zu verballern einfach in den Tod geleuchtet. Ja, da können wir natürlich nicht durch. Aber wir können natürlich außen rum gehen. Aber ich will die Seite auf jeden Fall noch haben. Ich will jetzt hier nicht irgendwie in einem Boot steigen und darüber schippern. Und öffnen. Und ziehen. Und Lampe ist an. Nice. So, mit Munition vollgepackt laufen wir weiter. In der Gewissheit, dass hinter uns das schützende Licht sich befindet. Machen wir nochmal an hier den Hebel. Ja, hier mitten im Spannwerk. Die meisten hier sind gut ausgebildet. Ellen, lauf! Yeah. Was ich sagen wollte, hier mitten im Spannwerk steht eine Lampe. Und die ist nicht imstande, dauerhaft zu leuchten. Was das soll, frage ich mich. Naja, komm ruhig, du. Du Pullermann. Komm her, du. Ich mach dich alle, du gelber Regenwurm. So, das war's dann hier auch schon. Wir können nun also ganz bequem die Tür öffnen. Der lässt sich auch nicht abdrängen hier durch das Licht. Und ganz gemütlich hier den nächsten Gegner erlegen. Und hier weiter lang spazieren. Um endlich unser Manuskript zu nehmen, beziehungsweise eine Seite unseres wertvollen Manuskripts. Jetzt gucken wir hier kurz in den Emergency-Kasten. Wieder reichlich Munition. Braucht man eigentlich nicht bei Alan Wake. Also ich zumindest nicht, aber ich spiele ja auch auf leicht. Ja, darf man auch keinen erzählen eigentlich. Und da haben wir schon wieder eine Thermosflasche. Ich möchte an dieser Stelle nochmal facerock.de ansprechen. Eine ganz, ganz tolle Seite von ganz, ganz tollen Let's Playern. Ja. Ach du Scheiße. Geh da rein ins Kabel, du. Oh Mann, ich lebe noch. Warum lebe ich denn noch? Alter, ich lebe noch. Ja. Ich dachte, das wär's gewesen. Ja, mit ganz tollen Let's Playern befinden sich auf facerock.de und machen ganz, ganz viele tolle Let's Plays. Alle so toll wie dieses hier. Manche sind sogar noch toller. Einfach mal draufklicken, einen Überblick verschaffen,
netten Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns alle ganz, ganz, ganz doll drüber natürlich auch. Und dann fahren wir hier mit der Hebebühne einfach mal gepflegt nach oben, um ordentlich Sachen einzusacken, wie eine Manuskriptseite und leere Dosen. Und es geht ja noch weiter. Ja, da will ich jetzt wieder rein hier. Ich kann doch jetzt hier nicht runterspringen. Zu spät. Also ich bin hier mal runtergesprungen, um einfach mal zu sehen, was hier unten noch so abgeht. Nämlich gar nichts. Ja, da können wir auch nicht rein. Das ist doch schon wieder so ein hartnäckiges Rätsel, welches ich zu lösen nicht imstande bin. Aber was soll's, wir fahren hier den Kahn ganz locker flockig nach unten. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Geht's hier vielleicht weiter? Von hier kommen wir doch, ja. Nö. Na gut. Also wieder ab auf die tolle Hebebühne. So, Schalter benutzen. Hochfahren. Abwarten, was passiert. Bitte jetzt nicht hier drauf springen. Und ich bin ja auch so ein Genie, ja. Anstatt ich einfach hier runter springe, gehe ich natürlich wieder, springe ich wieder genau im falschen Weg runter. Natürlich wusste ich das. Ich wollte euch nämlich nur veräppeln. Ich weiß nämlich ganz genau, wo es lang geht. Und das, obwohl ich Alan Wake blind spiele. Ja, ja, da staunt ihr jetzt. Könnt ihr auch. Also ich würde staunen. So, da hinten ist ein rettendes Häuschen. Das sieht ja alles schon wieder sehr gefährlich aus. Ich weiß nicht, ob wir hier ein Auto vielleicht, welche uns eine Karre klauen können oder... Oh, Leute, also ich habe auch den Eindruck, dass die Schockelemente hier von Minute zunehmen. So, hier haben wir diesmal ein Funkgerät. Oder? Vielleicht auch einfach nur eine Steuerungskonsole. Was wird gesteuert? Ach, naja, die kleine Brücke da vorne. Ah, das ist klar. Früher hat man noch massenweise an Elefantenherden dafür genutzt, um solche großen Teile zu bewegen. Und heute geht es alles per Knopfdruck. Ist das nicht toll? So muss das sein. So, lauf, Alan, lauf. Und da kommt doch garantiert gleich wieder was von hinten. Hier wird es doch schon wieder so schwummerig. Spring, Alan! Meervögel! Wie Meervögel? Aus einem Meer? Oder was? Haut ab hier. Ich möchte nochmals betonen, dass ich Vögel auf Brechen, aufs Erbrechen absolut nicht ausstehen kann. Ich mag keine Vögel. Sind für mich so Tiere, denen ich absolut nichts abgewinnen kann. Ich meine, so ein schöner Hund. Oh, jetzt reicht's aber langsam. Haut ab! Schieß doch auch mal, Alan. Pfeife. Also so ein schöner Hund oder sowas, da habe ich ja nichts gegen, ne? Aber so Vögel, ey. Ich weiß nicht, die kann man nicht knuddeln. Mit denen kann man nicht spielen. Mit denen kann man nicht Gassi gehen. Wenn man Glück hat, erwischt man irgendwie einen Vogel, der was nachplappern kann. Wir hätten vielleicht die Konsole zur richtigen Stelle auch nochmal ausdrücken sollen. Und hier sprühen auch schon die Funken, also irgendwas haut hier nicht hin. Aber wir springen jetzt hier runter. Schon wieder der falsche Knopf. Mann, das ärgert mich wirklich. Und da ist Barry, oder was? Ich schmeiß mal mein Zeug runter. Sie sind fast im Kraftwerk. Laufen Sie weiter. Wir geben Unterstützung. Ja, ganz toll. Euren Leuchtkegel an Unterstützung kann ich aber nicht gebrauchen. Was ich brauche,
sind zum einen vernünftige Waffen, zum anderen vernünftige Granaten und eine vernünftige Taschenlampe wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber so viel Glück habe ich ja leider nicht. So, also laufen wir hier einfach in den Lichtkegel entlang. Benutzen hierfür noch unsere letzte Leuchtmunition, die wir hier mal ganz geschickt. Ach, scheiße. Schieß doch, Alan, Mann, ey. Was machst du? Nicht nachgeladen, die Knarre. Cajun, 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 ja. Was lernt man beim Militär als erstes? Ich weiß es nicht. Ich war nie beim Bund. Aber wahrscheinlich ist es, die Waffe nachzuladen. Beziehungsweise stets geladen zu halten. So, jetzt stehen wir hier im Lichtkegel, ja, der uns absolut nichts bringt. Weder unsere Energie lädt sich dadurch schneller auf, noch hält es irgendwie die Zombies ab oder nimmt den Schutz von den Viechern weg. Finde ich nicht gut. Ne? Also da gehe ich nicht mit konform. Das mag ich nicht. Ja, und jetzt kommen sie hier schon wieder alle. Jeez, Alan. Oh, wieder nachladen, ey. Habe ich nicht gerade über das Nachladen gesprochen? Hatte ich überhaupt gerade nachgeladen, als ich darüber erzählt habe? Wahrscheinlich nicht. Du, nicht mit mir, du. Und die da oben im Helikopter, die wollen uns unterstützen, oder wie? Dann sollen sie es gefälligst auch machen. Ja? Und nicht hier große Floskeln vom Stapel lassen. Und im Endeffekt überhaupt nichts machen. So, wir laufen natürlich nochmal abseits. Gucken hier in die hintersten Ecken. Um natürlich wieder nichts zu finden. Demnach laufen wir einfach ganz, ganz fröhlich und gemütlich Richtung Stromkraftwerk. Und fast schon wieder vergessen, Nachladen angesagt. Natürlich. Und auch die Viecher, ne? Was? Rufen Sie uns, wenn Sie den Plan kennen. Ja, ich kenne keinen Plan. Was denn für ein Plan? Schnell ins Licht hier, Alan, mit dir, du. Ja, jetzt können sie kommen hier. Haha. Damit haben die Viecher nämlich nicht gerechnet. So, sind sie schon alle weg, oder was? Ja. Musik verstummt erneut. Ja, das war doch mal eine coole Technik hier. Um den ganzen Schwarm platt zu machen. Und ich weiß gar nicht, warum wir jetzt hier langlaufen. Aber ich glaube, da hinten war auch nichts mehr. Hoffe ich zumindest. Und hier wird schon wieder ganz diesig. Bedeutet für uns Obacht. Weg hier mit euch. Hier von allen Seiten oder was? Nee, 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 nee. Nicht mit uns. Da war doch noch einer irgendwo. Da nämlich. Nachladen, Alan. Nachladen. Batterie. Jo, kurz ist weg. Hat kurz geknackt, das Ding. Nice. So, also wir kommen hier auch nicht von der Stelle. Allerhand lang kommt hier irgendwie so ein Freak aus der Hecke gesprungen, um uns hier zu piesacken. Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Aha. Ach, das Ding hier. Ja. Safe Haven, ja. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Nee? Doch. Eine Thermosflasche. Na klar. So. Und bevor wir nun reingehen in den sicheren Hafen, in die Generator Hall, ja, sage ich einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.